Artikelnummer SCP-099. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-099 wird in einem 1 Meter x 75 cm großen, an der Wand montierten, feuerfesten Gehäuse in Galerie 27 aufbewahrt. In dem entsprechenden Abschnitt der Galerie werden standardmäßig Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrollen durchgeführt. In Anbetracht der Eigenschaften von SCP-099 darf dieses nur von Level 2 Personal oder höher und nur aus einer Entfernung von mindestens 5 Metern und für einen Zeitraum von maximal 5 Minuten pro Tag betrachtet werden. Wenn das Objekt gerade nicht betrachtet wird, muss sein Gehäuse geschlossen und elektronisch verriegelt werden. Beschreibung: Bei SCP-099 handelt es sich um ein 73 x 50 cm großes Gemälde mit dem Titel Das Porträt. Das 1935 vom surrealistischen Maler René Magritte geschaffene Bild besitzt mimetische Eigenschaften, die akute Paranoia und anhaltende psychologische Effekte auslösen, wenn es zu lange oder aus einer Entfernung von weniger als 3 Metern betrachtet wird. Das Gemälde stellt ein einfaches Stillleben dar, zu dem ein einzelnes Auge hinzugefügt wurde, das den Betrachter anstarrt. Eine Reproduktion des Werkes hängt derzeit im Museum of Modern Art in New York, wobei kritische Elemente entfernt wurden, um das Auslösen einer Paranoia zu verhindern. Eine detaillierte Beschreibung der vorgenommenen Veränderungen finden Sie in Dokument 099b. Detaillierte Reproduktionen und Fotografien des Originalwerks besitzen die gleichen mimetischen Eigenschaften. Personen, die das Gemälde zu lange oder aus einer zu großen Nähe betrachtet haben, verfallen in Wahnvorstellungen, dass jedes Wesen bzw. die Darstellung eines Wesens mit Augen sie anstarren würde. In sehr extremen Fällen berichten Subjekte sogar davon, dass leblose Gegenstände Augenkontakt mit ihnen hergestellt hätten. Diese Symptome sind so schwerwiegend, dass Subjekte sogar berichtet haben, Augenkontakt mit Personen herzustellen, deren Kopf vollständig abgewandt ist. Abhängig von der Dauer der ursprünglichen Betrachtung des Gemäldes können Personen bis zu ihrem Tod an diesem Zustand leiden, was zu schwerer Paranoia und Enochlophobie führt. Anhang: SCP-099 wurde in der Privatsammlung von Kay Sage, einer ebenfalls surrealistischen Malerin, sichergestellt. Die Bergung wurde von MEK Theta 6 Pink Panther durchgeführt. Sage wusste nichts von dem Einsatz oder dass SCP-099 durch eine Kopie ersetzt wurde, obwohl Untersuchungen während des Einsatzes nahelegen, dass sie sich der Eigenschaft von SCP-099 durchaus bewusst war und entweder immun gegen die Wirkung war oder darauf achtete, nicht zu lange das Gemälde anzusehen. Magritte war zum Zeitpunkt der Einlagerung von SCP-099 in Galerie 27 noch am Leben. Er blieb bis zu seinem Tod 1967 unter der Überwachung der Foundation. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der mimetische Auslöser des Gemäldes absichtlich geschaffen wurde, obwohl die Wirkung und Kraft des Auslösers wahrscheinlich unbeabsichtigt waren. Die Foundation hat den Rest von Magrits Werken untersucht und bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren anormalen mimetischen Eigenschaften gefunden. Einsatz einer Reproduktion als Waffe.